Liebe Leserinnen und Leser, wir begrüßen Sie heute wieder aus dem mobilen Studio der Salzburger Nachrichten, SN on Tour, immer dort vor Ort, wo es große Themen gibt, die Sie bewegen. Heute in Bad Gastein, denn ab kommender Woche wird der ÖBB Tauerntunnel für beinahe 8 Monate gesperrt sein, was die Region zu einem Talschluss macht. Was bedeutet dies? Dazu darf ich heute bei mir begrüßen Christiane Schiavinato, ÖBB-Projektleiterin. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Begrüßung und ich freue mich auch, dass ich heute hier bei euch sein darf. Wunderbar. 8 Monate Totalsperre, also das heißt kein Zugverkehr zwischen den Bundesländern Kärnten und Salzburg. Jetzt fragt man sich natürlich, braucht es das wirklich, beziehungsweise was passiert denn in diesen 8 Monaten im Tauerntunnel? Ja, der Tauerntunnel ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Er ist 115 Jahre alt. Er wurde mit 7,5 Jahren Bauzeit erbaut, zwischen 1901 und 1909. In diesen letzten 115 Jahren fanden auch schon Instandhaltungsmaßnahmen statt, im erforderlichen Ausmaß immer. Und nun, nach 115 Jahren, ist es erforderlich, große Maßnahmen durchzuführen, damit der Tunnel wieder in den nächsten Jahrzehnten für uns zur Verfügung steht. Aber was passiert jetzt drin? Also was kann man sich vorstellen? Was sind die Arbeiten? Ja, es werden in allen Fachbereichen Maßnahmen durchgeführt, in der Bautechnik und in allen bahntechnischen Bereichen. Es wird am Oberbau, am Fahrweg gearbeitet, in der Oberleitung, in der Telekommunikation, in der Leit- und Sicherungstechnik, Signaltechnik und in der Energietechnik. Sie waren ja für die ÖBB auch schon Projektleiterin für die Choralm 2, also kennen ein großes Projekt. Lassen sich diese beiden Projekte miteinander vergleichen oder ist der Tauerntunnel bzw. die Sanierung des Tauerntunnels etwas komplett anderes? Die Choralmbahn wurde ja sozusagen bei uns in Kärnten auf der großteils oder in großen Bereichen auf der grünen Wiese errichtet. Im Tauerntunnel befinden wir uns im Bestand und wir sanieren ein Bestandsbauwerk. In diesem Sinne gibt es schon große Unterschiede, aber auch wieder viele Ähnlichkeiten. Jetzt gab es oder gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, ja, warum hat man den Tauerntunnel dann nicht schon vorher saniert, weil wir sie angesprochen haben, 115 Jahre alt. Wieso ist denn da nichts früher passiert? Warum denn jetzt hätte man vielleicht auch die Totalsperre verhindern können? Was halten Sie da dagegen? Es wurden immer wieder, je nach Erfordernis, Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt in kleinerem Ausmaß. Und nun werden alle erforderlichen Maßnahmen gebündelt und in einer Sperre gleichzeitig gemeinsam errichtet, um dann in den nächsten Jahrzehnten die Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten. Und stehen ja jetzt 8 Monate, fast 8 Monate Totalsperre bevor. Wird aber nicht die letzte sein. Es gibt ja eine zweite Sperre. Was kann man denn darüber jetzt schon erzählen? Ja, wir konzentrieren uns jetzt eher auf den Bereich Böckstein von Norden beginnend. Und in der zweiten Sperre wird dann der südliche Bereich vom Portal Malnitz aus am Programm stehen. Von der Art der Maßnahmen, die umgesetzt wird, sind es die gleichen. Das heißt, wir sanieren das Tunnelgewölbe dort, wo es erforderlich ist. Wir führen Entwässerungsmaßnahmen durch, damit diese Wasserzutritte eben geregelt werden, mit denen wir jetzt kämpfen. Es wird das bestehende Gewölbe teilweise saniert. Es wird eine neue Abdichtung eingebracht. Die Wässer werden gesammelt und in den bestehenden Sohlkanal geleitet und dann zu den Portalbereichen abgeleitet. Im Tunnel herrscht jetzt aufgrund dieser Wasserzutritte eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, was zu Problemen führt mit den Bauelementen und auch mit den Ausrüstungselementen, mit den Schienenbefestigungselementen, die korrodieren. Die Lebensdauer ist wesentlich kürzer als normalerweise der Fall. Und das führt immer wieder zu Instandhaltungsarbeiten, die personal- und kostenintensiv sind. Und die Wasserzutritte sollen jetzt geregelt, beseitigt werden, sodass das in Zukunft eben nicht mehr der Fall ist. Und diese zweite Sperre, wie lange wird die dauern? Die zweite Sperre wird etwas kürzer sein, 5 Monate.
und voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 stattfinden. Aber danach hat der Tauerntunnel dann wieder eine Ruhezeit sozusagen. Genau. Für mehrere Jahrzehnte haben Sie es vorher genau, genannt. Ja. Wenn wir von zweiter Sperre sprechen, Stichwort zweite Röhre, was ja in der Region auch immer wieder ein Thema ist. Wie sieht es denn hiermit aus? Unser erstes Anliegen ist es eben, den Bestand, den vorhandenen Tauerntunnel, der ja zu einem Großteil noch in hervorragendem Zustand ist, wieder instand zu setzen und ihn zu nutzen. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Natürlich ist eine zweite Röhre immer eine Kapazitätserweiterung. Aber in erster Linie muss einmal der Bestand wieder hergerichtet und genutzt werden. Sie haben ja persönlich auch einen Bezug zum Tauerntunnel. Sie sind ja sozusagen in der Region, haben Sie Wurzeln. Das heißt, Sie kriegen auch mit, wie das Thema in der Region ankommt. Was sind denn dann so die Gespräche, wenn die stattfinden, mit Einheimischen? Ja, wenn man ins Gespräch kommt und auf die lange Geschichte des Tauerntunnels hinweist, dann kann man natürlich Verständnis wecken. Die 7,5 Monate Sperre sind schmerzhaft für alle. Das kann man leider nicht anders lösen, denn es gibt halt nur den Eisenbahn-Tauerntunnel, der diese einzigartige Verbindung des Mölltals mit dem Gasteinertal zur Verfügung stellt. Verdeutlicht natürlich aber auch die Wichtigkeit dieses Tunnels erneut, oder? Genau. Es war ja dann jetzt auch immer wieder Thema, dass ja zeitgleich mit der Tauerntunnelsperre die große Sanierung der Tunnelkette Werfen durchgeführt wird. Gab es da im Vorfeld mit der ASFINAG keine Gespräche, dass man sich abgestimmt hätte? Wir haben uns im Vorfeld in einem laufenden Prozess mit der ASFINAG abgestimmt für diese erste Phase und auch für die zweite Etappe. In der zweiten Etappe können wir das nach heutigem Standpunkt gut entflechten. Tauerntunnel, Eisenbahntunnel wird im ersten Halbjahr 2027 instand gesetzt und die ASFINAG-Baustellen werden im zweiten Halbjahr 2027 stattfinden. Und auch während dieser ersten Sperre ist zumindest der Bereich des Schienenersatzverkehrs zwischen Spital und Bischofshofen auf der Autobahn nicht von Baustellen betroffen, aber natürlich die weiter im Norden liegenden Baustellen können zu einem Rückstau führen. Wir haben versucht, ein Mindestmaß an Überschneidungen nur einzuhalten. Sage ich danke für das Gespräch, danke fürs Zusehen und fürs Zuhören und wir lesen einander.